verwegensten und unheimlichsten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Aber jeder von ihnen glich den anderen bis aufs Haar, sodass es unmöglich war, sie voneinander unterscheiden zu können. »Los, Jim«, rief Lukas, »wir holen Molly.« Und damit stürzten sie sich in das Kampfgewühl. Lukas hatte eine schwere Eisenstange ergriffen und bahnte sich damit einen Weg. Jim hielt sich immer dicht hinter ihm. Bald hatten sie die kleine Lokomotive erreicht. Lukas entwand einem der Piraten seinen Säbel, packte den Kerl und warf ihn blitzschnell die Treppe ins Unterdeck des Piratenschiffes hinunter. Dann hieb er mit wenigen, mächtigen Schlägen die Taue durch, mit denen Molly angebunden war, und schob mit Jim gemeinsam die kleine Lokomotive einfach durch die zersplitterte Reling hindurch auf das kaiserliche Schiff hinüber, das immer noch Bordwand an Bordwand mit dem Piratenschiff lag. Als die Seeräuber das sahen, schleuderten sie brennende Pechflaggen auf Fackeln auf das Verdeck des kaiserlichen Schiffes herüber. Die meisten erloschen zwar im Wasser, aber einige fielen doch in den Vorratsraum hinunter, wo vorher Lissi gesessen war. Und bald quoll dicker Rauch über das Deck. Eigentlich waren die Matrosen ja in der Überzahl gewesen, aber inzwischen waren schon mehrere von ihnen über Bord gespült oder von den Piraten ins Wasser gestoßen worden. Und selbst wenn sie 10-mal mehr gewesen wären, so hätte es nichts genützt. Mit diesen bärenstarken, riesigen Kerlen, die überhaupt keine Furcht zu kennen schienen, wären sie nicht fertig geworden. Immer kleiner wurde das Häuflein derer, die verzweifelt kämpften. Einer nach dem anderen wurde gefesselt und auf das Piratenschiff hinübergeschleift. Als der Taifun begonnen hatte, war Ping-Pong doch endlich aus seinem Schlaf aufgewacht. Natürlich konnte er nicht helfen, er musste sich damit abfinden, tatenlos diese ganze schreckliche Niederlage mit anzusehen. Der letzte, den er noch kämpfen sah wie einen Löwen, war Lukas. Aber als sich schließlich 7 der riesigen Burschen auf ihn warfen, da musste auch er aufgeben. Er wurde gefesselt und auf das Piratenschiff geschleppt, wo sie ihn durch eine Falltür in einen stockdunklen Raum hinunterwarfen. Und wo war Jim? Er hatte sich unbemerkt auf den letzten noch aufrecht stehenden Mast des Staatsschiffes retten können. Aber nun leckte von unten das Feuer empor und erfasste die Fetzen der Segel. Der Qualm verbarg den Jungen zwar, aber zugleich erstickte er ihn fast. Die Flammen kamen näher und näher. Jim blieb keine Wahl. Als die beiden Schiffe sich einander zuneigten, warf er sich mit einem todesmutigen Sprung in die Takelage des Seeräuberschiffes hinüber. Dort oben blieb er zwischen den blutroten Segeln hängen und klammerte sich fest. Er konnte beobachten, wie die Piraten das kaiserliche Schiff von oben bis unten durchsuchten, wie sie Lissi brachten und auf ihr Schiff zu den übrigen Gefangenen hinunterstießen und dann alles, was sie an Waffen, Munition und wertvollen Sachen fanden, zu sich herüberschafften. Sobald sie damit fertig waren, legten sie eine Pulverladung in das Innere des Wracks, zündeten eine lange Lunte an, sprangen auf ihr Schiff zurück und fuhren rasch davon. Als sie 100 Meter entfernt waren, gab es auf dem verlassenen Staatsschiff einen gewaltigen Knall. Dann brach es in der Mitte auseinander und beide Teile versanken in der Tiefe. Einen kurzen Augenblick noch sah Jim den Kessel der kleinen Lokomotive glänzen, dann war auch sie in den Wellen verschwunden. »Molly«, schluchzte Jim leise. Zwei dicke Tränen liefen ihm über seine schwarzen Wangen. »Ach, Molly!« Auf dem Wasser schwammen nun nur noch einige Balken und Planken, und etwas weiter entfernt trieb ein kleiner Holzbottich dahin, über den ein geblümtes Sonnenschirmchen gespannt war. Dass darin Ping-Pong saß, konnte Jim nicht ahnen. »Und morgen, oder bald?« gibt es das 23. Kapitel.